Hallo, grüß Gott und Servus, liebe Freunde und Euden und Habitäre. Willkommen bei Shadow Warrior 1. Da leuchtet doch eine Kiste, die machen wir auf, bevor wir durch die leuchtende Tür gehen. Und zwar jetzt gehen wir da durch und gucken, ob die Vermutung stimmt, dass jetzt einfach das nächste Level losgeht. Und wir jetzt irgendwie, ja, es hätten auch letztes Mal machen können, in der letzten Folge. Oder es erwartet uns der Kampf gegen Zilla. Oder keine Ahnung, wahrscheinlich kämpfen wir gegen Zilla erst in erst 3, 4, 5 Kapiteln. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Mal sehen, einfach mal durch, Klappe halten, Zahle. So. That's what the Manticore lifted from the bottom of the sea. Oh. So suffering to finding these. Not as much as Enra. No trans-dimensional invasion or anything. Oh, oh, oh. Okay. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Ja, genau das ist das, was ich vorhin gesehen habe. Wo ich doch gesagt habe, da war doch irgendwas oben zu sehen. Und es waren genau diese Dinger. So schauen die also aus, wenn die noch tatenlos da hängen und nichts tun und warten bis... Ja, klar. Weil du da jetzt plötzlich irgendwie angeschissen kommst. Möchte der bitte sterben? Wo ist denn der? Ist der jetzt abgestürzt oder... Dann möchte ich aber Sternchen haben. Dann möchte ich aber Sternchen haben. Dann möchte ich aber Sternchen haben. Okay, Munition voll. Na, das wird ein Kampf. Da hatten wir Glück, dass wir eine letzte Folge einen Cut gesetzt haben. Sonst, ihr wisst ja schon Bescheid. Wäre das ja nochmal eine Tür, siehst du? Da geht jetzt voll mega drum rum. Aber ich halte mal ein bisschen die Klappe, weil dieses Flüstern und so, das hört sich ziemlich cool an. Okay, wir hören mal das Flüstern nicht. Mal wieder labern. War das... Nee, war nicht. Was? Nein. Na toll. Also er hat jetzt die ganze Zeit gelebt und ist jetzt da hinten irgendwo abgekratzt. Vielleicht einfach nur programmiertechnisch, weil wir die Kampf-Area verlassen haben. Weiß Gott wieso. Trotzdem 2,5 Sterne, eigentlich... ganz gut, aber das war so gut gelöst. Ich meine, die haben ja schlafend weggeklatscht schon so ein bisschen. Komm, wegen den zwei Dingern Energie werden wir jetzt nicht das Täschchen mitnehmen. Keks habe ich gesehen, keine Sorge, Freunde. Und hier, bitte sehr. Das hat Chi auch gesagt. Hey, wow, nein, ohne Scheiß, Mann. Wow, wir können auf eine Kiste springen. Das ist abgefahren. Das ist ziemlich abgefahren. Vertical Movement in dem Spiel ist ja so eher ein Fremdwort. Also, Respekt, Mann. Wir waren auf einer Kiste. Ist das so ein... Ja, von so einem Federvieh. Hört ihr das? Ja, klar, hört man das. Ja. Okay, eine Rüstung. Es wird fett. Es wird voll fett vom Kampf her. Ich spüre das. Es wird so fett. Wie deine Mutter. Jawoll, ja. Karma-Punkte. 1 Karma-Punkte werden investiert in... nee, falsch. In Fähigkeiten. Was nehmen wir? Und wir ganzen Geschichten haben wir Kopfjäger. Bewegung. Innere Reserven, das ist mit besserer Ausdauer und sowas. Ne? Die Ausdauer erhöht sich um 50% und dann um 100%. Schnellere Erholung. Da haben wir noch gar nicht investiert. Überleben, aber das ist gut, dass wir das nicht wirklich... Oh. Mehr Geld. Noch mehr Geld. Mehr Munition. Noch mehr Munition. Kritischer Treffer.
Meister dieser Technik können Feinden an kritischen Stellen tödliche Schläge zufügen. Die Chance, doppelten Schaden zu bewirken, ist bei allen Waffen um 5% erhöht. Hm, okay. Also haben wir da so wenig, wo haben wir den ganzen Punkte ausgegeben? Schmerzkontrolle, die Basis-GP werden nochmal um 30 Punkte erhöht. Da haben wir nichts. Doch, nee, haben wir nichts. Vollresistenz, ja. Achso, das ist das, alles klar. Wollen wir nicht hier? Haben wir auch nicht so viel. Mal sehen, Schlucker. Geisterschlagender Gegner, 30% mehr GP. Seelensauger, das hat es mit dem 50%. Ja, da haben wir die meisten. Ja, ja, klar, damit wir halt mit dem Schwert. Damit wir die ganzen Schwertsachen können. Okay, das ist klar. Gut, das ist klar. Wissen. Okay, das haben wir auch. Ja, dann müssen wir da jetzt irgendwas machen. Bewegung machen wir oder Glück. Boah, was haben wir jetzt mit kritischen Treffern? Aber 5% ist halt auch nicht unbedingt viel. Das ist mit dem Geld. Innere Reserven, Ausdauer, schnelle Erholung. Komm, so. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Ausdauer. 50% mehr Ausdauer. So, die Karma-Punkte kriegen wir ja relativ schnell. 50% mehr. Komm, das testen wir mal schnell. Zack. Zack, zack. Ja, das ist schon gut. Das ist schon ziemlich gut fürs Movement so. Prime. Open Sesame. Sesam, öffne dich. Oder Aufzug kommt runter, oder was ist hier los? Sollen wir jetzt einfach runterspringen? Sollen wir runterspringen? Oder runtergehen? Hat sich da jetzt was geöffnet für uns? Diese Tür zum Beispiel? Yep. Nein, hier waren wir schon. Okay, aber ja gut, wir sind ja jetzt da, wo ihr wisst schon. Hat sich dann... ich habe keine Ahnung. Vielleicht da hinten die... Das ist aufgegangen. Das ist auch... Oder? Fuck man, sorry, ich weiß es nicht. Nee, da waren wir schon. Da war hier dieser Ball doch, dieser leuchtende Ball. Das ist schon richtig hier, das Tor ist aufgegangen. Ja, natürlich, hier ist auch dieses... Ach Gott, Sale. Hier ist auch dieses Schiff. Okay, Gesundheitspack, Gesundheitspack. Wir ahnen, was kommt. Kiste mit Nukes. Wir ahnen, was kommt. But you're an awfully big fellow, aren't you? Oh, oh. Die Nuke-Waffe. Ist die? Hier. Okay, komm. Oh, no. Oh, bitte lauf schneller, Wang, man. Oh. Nein. Na komm. Aha. Laden Sie mal schön nach. Bam. Oder da wollen wir uns nicht jetzt mit Schwert dran trauen, oder? Würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, schon richtig so, wie wir das machen. Oh, warum hat er den jetzt nicht erwischt? Wieso hat er den jetzt nicht erwischt? Freunde. Nein, 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 nein. Das wird ihn vielleicht am Rücken erwischen. Fuck. Na komm. Ja, irgendwie müssen wir den wahrscheinlich am Rücken erwischen. Na komm, können wir ein bisschen irgendwie anlocken und dann mit den Fässchen. Wow, 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 so nicht, so nicht, so nicht, so wollen wir das nicht. Na? Komm,
das sieht doch so aus, als müssten wir genau diese Dinger erwischen. Hm, Geld. Hup. Auch dass wir noch ein bisschen Gesundheit haben. Gut, dass da keine anderen Feinde kommen. Gut, dass der nicht so aggro ist, wie er sein könnte. Das kommt wahrscheinlich noch. Die Gesundheitspacks sind bestimmt nicht alle umsonst da. Nicht bei so einem Spiel. Hup. Ah, komm, da laufen wir jetzt also schnell hin. Yes! Haha! Ja, Mann! Ausruhen. Aber ich glaube nicht. So, was kommt jetzt da auf uns zu? Ah ja, ein Beschwörer. Und so ein großer. Na komm. Energie. Volle Energie. Na komm. Beschwörer müssen wir unbedingt wegmachen erstmal. Ja, ja, hab schon gesehen. Du ziehst uns jetzt heran und der Beschwörer hat jetzt so ein Schild. Kein Problem, kein Problem. Haha, ha, ha, denn wir wissen, wie wir uns bewegen sollen. So, komm, Fässchen. Bitte um eine große Druckwelle. Na? Komm, Beschwörer, Beschwörer. Nein, 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 nicht der mit seinem Scheiß. Komm, den machen wir weg. Und den Rest machen wir dann gleich mit Köpfchen. Na komm. Schneller Wangman. Schneller Wangman. Gibt es Energie für uns? Na komm. So, Köpfchen. Köpfchen schnell aufhören, weil er uns ranzieht. Na, komm, jetzt mal die kleinen. Na. Sweeties. So, na, ja, zieh mal nur. Hopp. Ach, die jetzt auch noch. Supi. Naja, machen wir den jetzt mal fertig. Zu Ende. Kopf geht noch. So. Schwert. Oder sowas hatten die doch jetzt gerade gesagt. So. Noch einer hinter uns? Nee. Zack. Ach, noch mal welche. Na, hätten wir uns denken können, ne? Dass das nicht so easy wird. Und da auch noch mal? Natürlich. Was sonst? Zack. Na komm. Yep. So. Na, immer noch nicht. Mann, die halten ganz schön was aus. So. Jetzt aber, komm. Nein, was? Das nur zwei Sterne. Wieder jetzt, wo es sich so gut angefühlt hat. wo ist der Kopf? Da ist er. Wir sind wirklich die einzigen Dämonen, die bis jetzt Köpfe haben liegen lassen. Einzigen, die wirklich da immer kopflos durch die Gegend laufen. Haha. So. Ich gucke jetzt natürlich wieder rum, was hier noch
abzustauben ist. Geld natürlich. Wir haben eh so wenig Geld. Oh ja. Dann kann die fehlerhafte Physik. Sonst hätten wir jetzt ein kleines Stromproblem. Moment mal. Geht's da irgendwo rein? Ist da irgendwo was Verborgenes? Ist da ein Geheimnis? Weil es das Dingens noch ein Innenleben hat, haben wir gerade gesehen hier von außen. Sollen wir mal schauen, nicht, dass da irgendwo ein Geheimnis verborgen liegt für uns. So ein Teller mit Blut. Karma. Ne, die Dinger sind einfach nur so explodiert. Und da ist nichts drin. Okay, die hat es nur so zerrissen. Alles klar. Also geht's weiter. Gleich mal aufs Boot. Ich weiß, ich habe die Energie nicht mitgenommen. Keine Ahnung wieso. Ich dachte, es wäre irgendwie noch zu früh. Aber so wie ich das jetzt gerade sehe, geht es hier gar nicht weiter, oder? In dem Raum hier. Oh. Hier. Doch, schon vom Licht verarschen lassen. Okay, wo müssen wir dann? Hier, ein Aufzug. Und eine Schalltafel. Na gut, dann wenn wir ja schon hier sind, nehmen wir uns doch so ein Energiepäckchen mit. Zack. Okay. Straight to the Whisperer's owner. And we'll drain him of chi. Just like Ghost. What if it's Enra? Enra wouldn't sacrifice his men. No, it's one of his puppets. There's no other way? Not if you want to get to Zilla. Oh, da ist die Flüsterin. Jetzt haben wir gleich das zweite Schwert. Und dann zu Zilla. Let's do this. God damn. That isn't the sexiest. Oh. Holy shit. Schön. Oh
Und damit hätten wir das Level abgeschlossen, liebe Freunde. Yes. Und einzigartig genau in der Zeit. Ja. denn die Folge dürfte jetzt eigentlich vorbei sein. Und ist sie jetzt auch. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Morgen schon bei Shadow Warrior 1. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Ciao und Servus.